Servus YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Crew 2. Wir haben in der letzten Folge, in der übrigens nochmal danke an all die nassen Menschen, die das letzte nasse Video bewertet haben. Heute weiß ich noch gar nicht, was wir heute machen. Wir gucken mal, wir sind ja in der letzten Folge viel Boot gefahren, ja, und könnten da jetzt tatsächlich noch zwei Rennen machen, ja, Key West und Mississippi, aber ich glaube, die heben wir uns auf. Und zwar, glaube ich, wir fangen hier die zweite Klasse an und gehen mal zu den Touring Cars. Ja, da könnte man nämlich fahren die Golden Hills Rennstrecke, ja, oder die Jersey Rennstrecke. Beides ziemlich schnurz. Wir fangen einfach mal an. Automatischer Fahrzeugwechsel, ja, ist klar, wenn wir mit dem Boot schlecht auf eine Rennstrecke kommen. Wenn du maximale ja, Ergebnisse mit unserem Porsche willst, aber auch nicht. Dein Auto wie deine Westentasche kennen. Jedes Geräusch, jeden Hopser, jede Vibration. Denn wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du nicht dein Bestes geben. Also achte du auf dein Auto. Ich achte auf dich. Das ist gut, dann achte du auf mich und wir fahren hier den AMG Mercedes. Nein, gucken wir doch mal. Und los! Mal gucken, wie die GT-Klasse so ist hier. Ui. Bremsen sollte man. Früh. Klar, der Benz liegt natürlich wie ein Brett. Fährt sich auch gut. Hier kommt der Pagani Zonda. Angerauscht und geht natürlich an uns vorbei, aber das dürfte kein Problem sein. Wir haben ja auch noch ein Nitro, ne? Alter, schreit das Ding. Also, ungefähr drei Runden fahren wir. Ja. Ja, drei Runden fahren wir. Wo sind die anderen? Ja gut, wir sind natürlich auch 73 Punkte over. Sind natürlich komplett OP mit dem Original AMG Mercedes hier. Aber schon geil. Macht auch ein bisschen Bock, muss ich sagen. Ja, wir haben 8 Sekunden Vorsprung. Wenn es nicht so eine elende Gummiband-KI wäre, würde ich natürlich versuchen, mal die Kurven richtig anzubremsen. Ja. Aber du weißt ja, wie das hier in The Crew 2 ist. Dann machst du einen Fahrfehler und schon ist Pillow. Ja. Vierzehn Sekunden Vorsprung.
Also der Benz ist komplett overpowered. Ja. Den hast du ja aber auch nur, wenn du Season Pass hast oder, glaube ich, Gold-Edition Besitzer bist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es gewonnen. Da hat wohl alles zusammengepasst. Nee, die anderen sind einfach scheiße. Auf dem Weg, berühmt zu werden. Und dann gibt es mal direkt geile Teile. So, dann bauen wir den Kram doch ein. Hallo? Ich würde es gern einbauen. Meine Güte, also manchmal reagiert der Kram überhaupt nicht. So, was haben wir? Neue Bremsen. Das ist natürlich cool für das Ding. Und das noch, ja. Und den lassen wir Originallackierung, weil das ist gehört sich so, würde ich sagen. So, und dann gehen wir zurück ins Pro Race. Haben wir jetzt auch schon 12% und gehen direkt ans nächste, nämlich die Jersey-Rennstrecke. Heute fährst du wohl im Regen. Sieh's nicht als Problem, sieh's als Herausforderung, der sich alle stellen müssen. Das kann nervenaufreibend sein. Aber bleib einfach im Flow und es kann auch spannend werden. Aha. Hast du das den anderen auch gesagt, sie sollen im Flow bleiben? Also so sieht es immer aus, wenn sich das Wetter ändert für ein bestimmtes Event. Und jetzt regnet es natürlich tatsächlich, aber soll mir recht sein. Ich glaube, im Regen fährt das Ding nicht viel... Oh, Porsche, schön. Endlich mal ein ordentliches GT-Auto mit dabei. Ich wollte nur mit Halbgas fahren, damit es ein bisschen interessanter wird. Das ist aber auch doof, weißt du? Naja, fahren wir halt mal im Regen in New Jersey. Schon eine halbe Sekunde Vorsprung, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Aber man muss sagen, wenigstens sieht der Regen gut aus. Warum ich nicht in der Innenansicht fahre, ist klar, weil keine Außenspiegel animiert sind. Außerdem weiß ich gerade die Taste nicht, wo man die Bildansicht wechselt. Ja, kann ja mal vorkommen. Hauptsache ich weiß, wo ich Gas gebe, bremse und verkacke. Kann ja auch mal sein. Ja? So wie ich dieses eine Bootrennen da verkackt habe. Ich habe auch hier nicht den Anspruch, jedes Rennen zu gewinnen. Weil es ist ein Fun-Racer, da will ich das auch haben. Fun, ja. Verstehst du? Das Ganze spielen wir ja tatsächlich nur auch als Vorbereitung natürlich auf Forza Horizon 4, worauf ich mich total freue. Tierisch wird das, ja. Aber hier kommen ja auch noch ein paar DLCs und Car-Builds, ja, wenn ihr die weiterhin feiert. Ist schon geil. Controller vibriert gerade wie Hölle, aber guck mal, die Straße ist nass ohne Ende und das Ding rutscht nicht einen Zentimeter weit. Ja, weil es eben komplett overpowered ist. Obwohl der Porsche müsste eigentlich gut mitkommen, der Porsche ist ja ein richtiger Rennwagen, genauso wie der Mercedes AMG hier. Also bei Forza Motorsport 7 könntest du nicht so fahren, hättest du das Ding schon längst weggeworfen. Ich glaube, der Porsche ist auch der, der noch recht nah hinter mir ist. Ja, da hinten kommt er. Macht aber trotzdem fahren, ist schon geil. Wenn ihr dann das hört, das ist mein Telefon.
So, das war's dann. Durch. Jawohl, wieder 2100 Follower. Wenn ich bei jedem Video 2100 Follower machen würde, wäre ich schon... Alter, das ist ein episches Teil. Jawohl, ein episches Teil. Performance-Teil, Motorblock, Steuergerät und Bremsen. Sehr geil. So, jetzt wird es auch dann tatsächlich wieder sonnig und trocken, aber hat uns ja nicht sonderlich gestört. So, dann bauen wir die neuen Teile hier ein. Gibt es wieder neue Bremsen, die sind dann schon auf 251. Ja, dann gibt es hier 244 und da das epische Teil mit 249 Motorblock. Damit hat unser GT-Fahrzeug eine Leistung von 506 PS anliegen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 353 km/h. Das ist so echt eine Maßnahme. So, jetzt haben wir aber erst 11 Minuten rum. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch machen können. Also Touring Car haben wir die beiden jetzt gefahren. Für die nächsten brauchen wir berühmt. Okay. Dann gehen wir eins zurück. Sollen wir uns nochmal aufs Wasser wagen? Komm, dann fahren wir noch. Probieren wir es einfach noch. Key West machen wir noch mit dabei. Key West machen wir da noch mit dabei. Dann schauen wir einfach mal. Wusstest du, dass die erste Brücke von den Florida Keys zum Festland für die Eisenbahn gebaut wurde? Nee, wusste ich nicht. Autos gab es lange Zeit nichts. Absolut faszinierend. Hiro, ja, sei still. Hiro ist schon ein lustiger Kerl, aber genau das hätte ich auch schon gesagt. Nämlich sei still. So. Mir gefällt die Lackierung immer noch gut. So, und Feuer. Hallo, bist du am Ruder eingeschlafen? Nee, aber ich muss bremsen, weil der mich abgedrängt hat. Da. Schwierig, die Balance zu halten bei so engen Kurven mit dem Boot. Wow, Brückenpfeiler. Ja, toll. Ja, toll. Setz mich zurück. Setz mich zurück auf den achten Platz, du Arschloch. Entschuldigung. Komm schon, wenigstens Dritter, 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 Dritter. Ja, Mann! Dritter, reicht doch. Reicht doch. War jetzt mal ein bisschen spannendes Rennen. Also die Bootsrennen sind definitiv spannender als die GT-Rennen. Siehst du, da gibt es doch nur ein Loot-Dingens für. Ne, gibt tatsächlich nur ein episches Teil. Jawohl, geil. So, dann bauen wir das mal ein. Dann wird unser Bötchen nämlich ein bisschen stärker mit den beiden neuen Performance-Teilen hier. Jawohl. 108, jawohl, direkt von 99 auf 115. So, jetzt haben wir eine 111er Stufe. Und wie spät haben wir es? Ja, komm, dann machen wir das letzte Bootsrennen auch noch. Dann sind wir da wenigstens auch durch mit den Powerboats soweit. So, dann fahren wir noch auf dem Mississippi.
Denk dran, ein guter Fahrer lässt sich nicht unter Druck setzen. Deshalb trainieren wir. All die Anzeigen, Drehmomente und Gehkräfte müssen dir ins Blut übergehen, damit du dich auf das Rennen konzentrieren kannst. Heute sehe ich dir dabei über die Schulter. Also kein Druck. Nö. Auf keinen Fall, Chefin. So, dann gucken wir mal, was wir hier auf dem Fluss reißen, auf dem dunklen Mississippi. Ich würde mir auch persönlich jetzt nichts ausmachen, wenn wir das hier jetzt nicht schaffen würden. Dann würde ich es einfach offscreen nochmal fahren. Hey! Wo kommt die denn immer her, sag mal? Ich weiß, Sprünge machen das Boot langsam. Was willst du machen, wenn du direkt davor bist? Du kannst nicht mehr ausweichen! Komm, gib Gas, Junge! Gib Gas, das ist mein Sieg! Yes! Schön, schön. Wie es aussieht, kommst du mit dem Druck ganz gut klar. Ja, komm ich. War auch ein geiles Rennen, muss ich zugeben. Also auf dem Fluss fährt sich das Boot besser wie draußen auf dem Meer. Ja, aber das hat sie ja vorhin schon erwähnt, dass das ein ganz anderes Fahrgefühl ist. Aber wir haben es geschafft, würde ich sagen. Jetzt bauen wir die drei neuen Performance-Teile noch ein, die wir haben in unser geiles Powerboat. Ja. Und ja, da stehen wir doch gut da, würde ich behaupten, mit 33.300 Followern und 307.000 Bucks. Ja, sieht doch gut aus, würde ich doch glatt behaupten. Ja, und unser Powerboat wird auch immer besser. Ja, und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Video Daumen nach oben da lassen und das nächste Mal wieder einschalten bei Let's Play The Crew 2. Macht's gut, Leute, und tschüss!